Ja, kleiner Überblick, Überraschung jetzt hier, aber ich nehme nur einen Teil und zeige es euch heute, weil ich weiß selber nicht mehr genau, was ich alles dazu bestellt habe. Jetzt bleibt der blöde Halter hier wieder nicht so, wie er soll. So, ach komm, ich fange gleich hier mit dem einen, habe ich schon angeschlitzt, ich denke mal, das ist genau meine Kempzange. Bis zu 50 mm Quadrat oder Quadratmillimeter, wie ihr sehen wollt und hören wollt. Ist ein preiswert Produkt, weil ich muss ja keine hunderte Kabel klemmen, aber ich möchte es halt gerne selber machen. Und aus diesem Grund habe ich mir halt dieses Päckchen kommen lassen. Schwer ist es auf jeden Fall. Ich habe da ein paar Beschreibungen irgendwo im Netz gefunden, wo die Leute oder die Jungs sagten, dass sie ja für den Hobbygebrauch gut genug sein soll. Das Päckchen ist schon wieder schön in der Luftpolsterfolie, knistert schön, fühlt sich gut an. Ich hatte zwar, boah, ja, was soll ich sagen, das Ding hat hier Einstellung, da kannst du dann drücken und kann ich dann hier verdrehen, die Querschnittgröße wird da eingestellt und dann kann ich schön im Sechskant zack die Kabelschuhe klemmen. So, geht so schon relativ stramm, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ein bisschen was aushalten soll sie. Okay, sieht gar nicht so schlecht aus. Lassen wir uns mal überraschen, wie es nachher in der Realität aussieht. Das war Number One. Jetzt kommt Number Two. Ganz schnell, ganz zack. Und ich hoffe, das sind irgendwelche Sachen für, wie gesagt, für den Aufbau meiner Solaranlage. Ja, das ist eine kleine Krimpzange. Da ist es auch beschrieben hinten drauf. Alles sind perfekt. Oh, sogar was in Deutsch. Naja. So, dann habe ich so praktisch eine kleine Zange geholt für Kleinkram, was man eben halt immer mal so braucht. Im Set seht ihr. Also da sollte ich mit auskommen, wie ich fertig bin mit, keine Ahnung, mit meiner Bastelei. Weil so viel Kabelgedönse mache ich normalerweise nicht. Aber auch Beschreibung ist ganz okay. Wie gesagt, ich werde es ausprobieren, testen. Das ging, glaube ich, los von 180 mm. Badam, badam, badam. Ich glaube von 4 bis 10, irgendwas konnte ich damit quetschen, irgendwo habe ich es gelesen. Ja, da von 0,25 bis 10 Quadrat, also bin ich mit gut ausgestattet, die 10 Quadrat und die andere geht bis 50 Quadrat. Das ist schon mal wieder ein Teil, was wunderbar funktioniert. So, nächste Tüte, anderer Kunde oder Lieferant, was auch immer. Ich lasse mich selbst überraschen, ich weiß es nicht mehr. Ich lasse mich überraschen. Zack, zack, zack. So. Rechnungen und sowas gibt es hier komischerweise, logischerweise bei den ganzen Asien-Bestellungen nicht. Das hört sich auch schon wieder nach Klemmen an und nach keiner. Was habe ich denn da noch wieder in meinem Wahn bestellt. Wie noch eine Zange? Bin ich eigentlich ganz verrückt? Habe ich da gepennt oder was habe ich da gemacht? Was ist das denn? Ja. Das ist so was. Aha, okay. Etwas anderes System.
Die sind also zum Verschrauben oder auch Stecker. Man sieht es hoffentlich so ein bisschen. Ja, ich glaube, das ging auch los bis 6 Quadrat, irgendwie sowas, also fürs Auto und Gedönse. Und dafür die entsprechende Zange. Also für meinen Hobbybedarf sollte ich jetzt mehr als genug an Werkzeug haben, um hier meine Sicherung rausfliegen zu lassen oder auch nicht. Gut, das war Nummer 3. Das war auf jeden Fall alles schon mal für meine Solaranlage. Was haben wir? 5 Minuten, okay, gut. Dann mache ich mal noch 2 Stück irgendwie hier. Das ist schwer. Da rappelt nichts. Aber schwer ist es. Keine Ahnung. So. Ach ja, gut. Sehe ich schon, das sind nochmal Halter, die hatte ich schon einmal für meine Solarmodule. Das sind Aluwinkel. Ich glaube, diesmal auch wieder 16 Stück oder so hatte ich, glaube ich, bestellt. Mit VR-Schrauben und Muttern und so weiter. Mit Befestigungsmaterial halt, was da braucht. M6er Schrauben mit Muttern, mit Unterlegscheibe, mit Federring. Das kommt ans Modul durch dieses eine Langloch und diese beiden Löcher werden eben am Rahmen oder sonst noch befestigt. Okay, das ist auch noch Solaranlage. Komm. Ich will mal endlich den ganzen Müll hier durchhaben. Also gut. Überraschung. Das lasse ich mal noch an der Seite. Noch eine Überraschung. Ich werde nicht mehr. Auch was anderes. Okay, Leute, das war's erstmal mit diesem Video, mit den Teilen für meine Solaranlage. Beziehungsweise ich könnte noch eben den dicken Karton aufmachen hier. Dann habe ich das auch mal aus dem Kopf. Der steht schon seit November hier. Aber das ist auch nicht so wichtig. Das habe ich bestellt, weil sie. Ne, sind ein paar mehr drin. Hab zu viele. Ja, das ist doch mal was Feines. Sowas liebe ich doch bei einer Bestellung. Da schickt mir einer ein bisschen mehr mit, als ich eigentlich bezahlt habe. War auch ein ganz netter Kontakt, muss ich dabei sagen. Ja, was kommt da noch? Das gucken wir mal nachher. Aua. Jetzt habe ich mir schon den Fliegernagel kaputt. Ja, das sind riesige Schlauchschalen. Ich weiß gar nicht mehr, 100 Stück oder irgendwie sowas war das. Sehr gut, sehr stabil. Mit Kreuzschraube, das lasse ich mal zu. Da unten ist noch eine Packung, dann Leute, können wir da. Ich weiß es gar nicht mehr. Waren es 100, waren es 200, ich weiß es nicht mehr, ich muss es nachgucken. So, auf jeden Fall weiß ich schon mal, was da drin war. Und in dem Karton. Das könnte jetzt auch noch zum Teil hier für meine Elektrik- und Solaranlage gewesen sein, wenn ich mich jetzt so richtig erinnere. Und zwar waren das, wie hießen die noch, die Klemmen, so Klemmen, Zangen, Stromzangen, was auch immer. Ich stelle euch nochmal in Linie. Boah, kalt heute hier. Jo. War ein paar mehr drin. Das ist doch. Ist das nicht fein? Schaut mal hier. Das sind ja einmal schwarz, einmal rote Klemme mit, weiß ich nicht, 1,5 oder 2,5 Quadratkabel. Sogar mit einem Stecker dran. Hat er mir gar nichts von gesagt. Schaut euch das mal an. Wofür war das?
Ah, das kann für so kleine Mini-Solar-Module sein. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. So 15, 20 Euro Module da, die 10 Watt Dinger, die man aufs Armaturenbrett legt. Ja, schön. Er hat gesagt, sind ein paar mehr drin. Ein paar mehr reichen mir. Ist das in Ordnung? Alles gut, okay. Danke fürs Zuhören, fürs Zugucken. Ich wünsche euch was und lasst mir doch einfach mal ein Abo da und vielleicht einen netten Spruch. Bis dann mal. Ciao, ciao. Norbert vom Kanal. Vom Camping, vom Kanal. Da, wo immer die Sonne scheint. Sogar heute. Wir haben keine Ahnung, irgendwas um 2, 3 Grad. Da oben leuchtet schon ganz klein der Mond. Und da ist ein Flieger. Ringsrum wieder dicke Wolken. Und ich stehe hier im Sonnenloch. Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche noch. Bis dann. Bye, bye, bye.